Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 mit mir, dem Sora und was wollte ich jetzt machen? Achso, genau, wir haben jetzt erstmal, also wir sind jetzt wieder hier bei dieser einen Stelle, wo wir in der letzten Folge ausgestiegen sind mit unserem Poweranzug. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das so zwingend notwendig ist, mit dem Poweranzug die ganze Zeit rumzulaufen. Will ich jetzt nicht unbedingt machen, weil ich weiß nicht, der ist schon irgendwie cool, aber der nervt mich auch ein bisschen irgendwie. Und da fehlt ein paar Teile, stimmt. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen weggeschmissen, so ein paar Waffen, die wir zu viele von hatten. Auch so ein Rüstungsharnisch, weil ich glaube, dass wir das jetzt nicht unbedingt brauchen. Und, also unsere Mission ist es jetzt. Moment, wir gucken jetzt erstmal auf die Karte. Wir müssen nach Diamond City. Und das ist hier. Das ist Diamond City. Das ist schon ein kleiner Weg bis dahin. Wir sind jetzt erst hier. Aber ich will auch... Wir müssen eh zu Preston zurück nach Sanctuary und ich will da auch zurück, weil, können wir hier irgendwie, Moment, Schnellreise? Ach, wir können Schnellreise machen. Zum Ausgewinnen. Ja, machen wir doch gleich. Machen wir dann Schnellreise, dann sind wir schneller da. Weil ich will sowieso zurück und weil da gab es ja eine Werkbank und ich weiß jetzt nicht, wo es eine andere Werkbank gibt, deswegen ich will noch ein paar Sachen ausrüsten und so ein Shit. Deswegen gehen wir halt erstmal schnell zu Sanctuary zurück, wir müssen eh zu Preston. Und danach können wir nach Diamond City. Das ist ja sowieso unser Plan dann, weil wir wollen ja unseren Sohn finden, den lieben Sean. Der wurde ja entführt. Und ich weiß immer noch nicht, ich habe nämlich noch eine verrückte Theorie. Ich weiß jetzt nämlich immer noch nicht, weil Sean wurde entführt, aber ich weiß nicht, wie lange wir dann trotzdem noch drinnen waren im Eis. Wisst ihr, was ich meine? Also, könnte ja sein, dass er jetzt älter ist. Könnte sein, dass er kein Baby mehr ist. Und hat etwas gefunden, ne? Oh ja, da ist ja Klebeband und Terpentin. Der Ding jetzt ist da hinten, ne? Aber hier sind jetzt auch ein paar Leute, Mama Murphy. Ma'am. Sanctuary. Ich wusste, dass du hierher zu uns kommen würdest, Kind. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Meine Energie? Was meinst du? Meine Energie? Was meinst du damit? Ja, dreh dich mal im Kreis. Das hätte ich dir schon gesagt, Kind. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das hier ist nicht deine Welt. Aber du musst in ihr leben. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Jet. Habe ich das nicht? Hier, hab schon welches. Gönn's dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Das wird reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Okay. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Okay, danke schön. Aber ich glaube, irgendwie war das nicht Neues, glaube ich. Wir müssen sowieso nach Diamond City. Aber jetzt gucken wir erstmal eine Waffenbank. Was haben wir eigentlich hier noch? Waffenbank ist verstanden. Prähistorische Batterie. Achso. Provisorische Batterie. Oh, jetzt haben wir zu viele Sachen. Oh, scheiße. Zu viel Sachen. So, jetzt gucken wir erstmal. Also beim BRQ gibt es schon mal keine Veränderung. Was können wir denn so alles verbessern? Also eigentlich hätte ich gerne ein richtig cooles Sturmgewehr. Lasermuskete mit Leuchtvisier, Schwer-Impro-Pistole. Verwerten, modifizieren, umbenennen. Ich kann sogar Namen geben. Stimmt. Impro-Pistole, das ist unsere Pistole, die wir gebastelt haben. Kann man lange da auch nichts machen? Schlagen kann man auch nichts machen. Minigun. Oh. Die Minigun habe ich jetzt auch mal mitgenommen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich die wirklich brauche. Die verbraucht schon sehr, sehr viel an Dingens hier, an Gewicht. Aber mein Gott. Schauen wir mal, ob wir die Impro und das Impro-Gewehr ein bisschen cooler machen können. Wir können auf jeden Fall eine Menge Sachen machen. Auf jeden Fall. Standardverschluss. Sondern hier, leichter Verschluss. Macht das Gewicht kleiner. Das ist schon ziemlich cool, aber dafür auch den Angriff. Gewicht wird größer. Na gut, das Gewicht ist nicht so schlimm, solange wir halt stärker sind. Wir wollen ja stärker sein. Gehärteter Verschluss. Oh.
damit kriegen. Es wird zwar, naja, nicht so viel schwerer, dafür um 3 stärker. Das ist schon cool bei einem Sturmgewehr, meiner Meinung nach. Feuerrate machen wir. Erhöht sich ja extrem. Aber der Damage wird kleiner. Das ist natürlich auch scheiße. Automatikverschluss, sonst können wir nicht wirklich noch was Größeres machen. Ich würde sagen, wir machen einen gehärteten Verschluss. Stahl. Tischventilator. Schraube. Öl. Ah, beim Tischventilator können wir alles verwerten, was es hat. Okay. Wir können es gerade mal so noch machen. Deswegen gucken wir mal, was es noch sonst noch so gibt. Bevor wir dann einen verlängerten Lauf macht uns nicht stärker, aber wir machen, kriegen eine größere Reichweite. Es ist auch nicht schlecht. Weil die Reichweite. Nee, Quatsch, die Reichweite wird ja kleiner. Aber das Gewicht. Ja, das lohnt sich nicht wirklich. Wir haben ja schon einen Lauf drin, deswegen. Ah ja, okay. Da haben wir auch schon einen Kolben drin. Das heißt, der wird uns auch nicht bringen. Wir haben schon den besten Kolben da drin. Standardmagazin, großes Magazin. Schnelllademagazin. Das ist cool. Schnelllademagazin. Können wir eben, wie gesagt, schon laden. Standardvisier, keine Mündungsbremse. Großes Bajonett. Kleines Bajonett. Okay. Mehr können wir nicht machen, ne? Macht's leichter. So, dann würde ich mal sagen, wir machen einen gehärteten Verschluss. Den machen wir. So. Damit ist es mal, ist die Waffe ein bisschen stärker. Mehr können wir aber leider nicht machen. Wir können verwerten. Wir können. Ne, warte mal, abbrechen. So. Wir können ein paar Items auch verwerten. Okay, die 10mm Pistole brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja hier unten unsere 10mm Pistole. Mal schauen, wie wir da ein bisschen was verbessern können. Vielleicht ein kleines Visier, oder? Standardvisier. Keine Mündungsbremse. Hier noch ein Aluminium. Krass. Standardmagazin. Komfortgriff. Verbesserte Rückstoßdämpfung und Präzision aus der Hüfte. Haben wir ja schon, ich Idiot. Verlängerten Griff haben wir auch schon. Wir können auch hier ein gehärteten Verschluss drauf packen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Machen wir mal einen gehärteten Verschluss. So. Brauchen wir eine Menge Zeug, aber ja, komm. Wir haben es ja. Wir haben ja genug Zeug. Meiner Meinung nach. So, was haben wir hier noch? Ein Impro-Gewehr, das haben wir ja gemacht. Gehärtet, Komfortgriff gehärtet. Bla bla bla. Doppelläufige Schrotflinte. Können wir da noch irgendwas machen? Kurzer Lauf, abgesägter Lauf. Präzision ist schlechter. Verlängerter Lauf. Das ist aber das Gewicht ein bisschen größer. Aber die Reichweite und die Präzision ist besser. Dann machen wir doch. Haben wir auch eine schöne Schrotflinte hier. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Aber das können wir eigentlich verwerten. Stahl kriegen wir dafür. Gut. Billardkühl. Kriegen wir Holz. Doppelläufige Schrotflinte. Wir haben ja jetzt eine andere gemacht. Oder nicht? Ah ne, das ist die. Das ist die bessere. Oder? Ja, das ist die bessere. Genau. Schlagstock. Behalten wir mal. Lasermuskete will ich auch behalten. Die ist ziemlich cool. Aber vielleicht können wir da noch irgendwas. Können wir noch irgendwas machen? Kurzweite. Oh, kurz. Zielfernrohr. Mach mal. Mit einem kleinen Zielfernrohr drauf. Warum nicht? Schlagstock. Lasermuskete haben wir. Die Impro-Pistole. Mit Leuchtvisier. Die Pistole brauchen wir nicht. Wir haben eine bessere Pistole. Das heißt, wir verwerten die. Da haben wir unsere. Das ist wieder eine Impro-Pistole. Die brauchen wir aber auch nicht. Oder? Ja. Wir haben ja hier unsere Pistole. Dann eine Muskete. Und das Gewehr. Das wird, denke ich, erstmal reichen. Und wir haben noch eine. Die Pistole können wir. Automatikpistole. Wir haben dort die Schrotflinte. Die können wir verwerten. Und die können wir auch verwerten. Brauchen wir nicht. Kreuzschlüssel brauchen wir auch nicht. Hier, komm. Minigun, was gibt's denn da eigentlich alles? Ah, nur eine Menge Stahl. Schlagring, Springmesser. Die behalten wir auch mal. Ne? Ja. So. Wie sieht's denn eigentlich jetzt aus mit meinem Inventar? Haben wir jetzt noch viel? Oh, nice. Wir haben wieder etwas mehr Platz. Schadendurchsuchung. Bla bla bla. Mal gucken, ob wir die ein bisschen favorisieren können. So, 1, 2, 3. Das ist unser Schlagstock. Da tun wir mal die Schrotflinte hin.
Die Laser... Fuck. Die Lasermuskete tun wir hier hin. Schlagring tun wir mal auch irgendwo dahin. Moment, was haben wir noch? Das Gewehr. Das kommt dahin. Erstmal. Minigun werden wir wahrscheinlich nicht so krass brauchen, aber wir tun die mal dahin. Was haben wir denn noch? Molotov-Cocktails, die tun wir auf die 9. Schlagring, Springmesser, bla bla bla. So. Okay. Passt ja eigentlich. Wir haben ja nur eine Waffenbank, ne? Das heißt, wir können jetzt nicht irgendwie... Doch, ah, Werkstatt. Werkstatt. Was können wir denn... Achso, wir können hier bloß Strukturen bauen. Okay, das brauchen wir eigentlich noch nicht. Wie gesagt, das wollte ich erst noch später machen. Das wollte ich nicht unbedingt jetzt schon machen. Mit einer Waffenbank haben wir eine... Was haben wir, was ist das denn? Das ist gar nichts. Schade. Ah, Power-Rüstungswerkstatt. Also ich müsste die Power-Rüstung eigentlich potenziell hier hinbringen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Naja, gut. Ich wollte jetzt eigentlich mit dem einen Dude reden. Wo ist denn der? Der ist ein bisschen weiter weg. Also wir haben jetzt unsere Waffen. Hier, da haben wir keine Waffe. Ah, jetzt hat... Unser Schlagstock, das ist unsere Schrotflinte. Aha. Unsere Pistole. Unser Gewehr. Da haben wir auch ziemlich viel Munition. Das heißt, wir werden ein bisschen mit dem Gewehr... Was haben wir? Bei der Pistole haben wir nicht mehr so viel. Schlagstock. Das laden wir erstmal nach. Aber da haben wir auch nicht so viel. Können wir nicht nochmal nachladen? Nur 2. Okay. Und da haben wir auch nicht so viel Munition. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir Munition finden. Deswegen spielen wir erstmal mit dem Sturmgewehr. So. Wir müssen zu Preston hieß der, ne? Ich weiß jetzt, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher. Der war da irgendwo hier. Zeigt uns ja unsere Karte gerade an. Ist irgendwo da unten, ne? Da ist er ja. So. Ein Yo, Boy. Tag im Commonwealth. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ja. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Setzen zurück und kein Zuhause. Ich habe hier gelebt. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Was denkst du denn? Vor 200 Jahren. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Ein Baby. Ja, mein Sohn. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Puh. Ja. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Alles klar, wir können auf jeden Fall eine Menge hier tun noch. Für unser kleines neues Aufgebotsvolk hier in unserem Zuhause, sag ich mal. Und wir sind jetzt ein Level up, das heißt, wir können jetzt mal wieder was skillen. Ich möchte jetzt wieder Stärke skillen, damit wir einfach mehr mitnehmen können. Weil es kotzt mich an, dass wir nicht so viel mitnehmen können. Auswahl bestätigen. Jetzt sind wir auf 6. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt 260 mitnehmen. Okay, das heißt immer nur 10. Das ist gar nicht so viel. Ich hab gehofft, es ist mehr. Das Kram nehmen wir mal mit. So, also wir müssen da lang. Kurz mal auf die... Sprich mit Sturge. Jetzt eigentlich gerade nicht. Ich wollte eigentlich das mit dem Dorf da machen. Wo ist denn das überhaupt? Das ist hier hinten, ne? Tempins Bluff. Okay. Ich würde sagen, wir gehen da noch hin. Aber wir fangen noch nicht direkt an, weil die Folge ist schon wieder bald zu Ende. Ich habe ziemlich viel Zeit gerade verschwendet. Was ist das denn? Ja, gut. Okay, es war einfach nur ein Dingenschen, ne? Wie heißt das? Ein Einkaufswagen. Hier ist eine Menge Wasser. Quer überhaupt durch?
Wir müssten potenziell hier runter. Okay, und bewegen. So, müssen da runter. Alles klar. Wir müssen weg vom Wasser. Wieso ist denn hier so viel Wasser? Und es ist so mega neblig, Leute. Da ist jedenfalls die Brücke. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zur Brücke. Es ist echt unfassbar neblig. Das ist zum Kotzen, Mann. Ich kann nichts sehen. Nichts. Schon ob wieder ein paar Gegner uns auf uns stoßen. Oh Mann, wir können eigentlich auch hier Schnellreise machen. Wird schon blöd. Da. Dick, Ding. Schnellreisen, genau. Da waren wir ja vorhin. Da sind wir stehen geblieben. Oh, das Monster. Gegen das haben wir, glaube ich, gekämpft. Gegen diese Teufelskralle. Bin mal gespannt, ob wir daraus noch irgendwas bauen können später. Aber bestimmt, aus diesen Krallen kann man doch bestimmt ein paar, keine Ahnung, Jagdmesser oder sowas bauen. So, wir sind jetzt wieder hier. Yep. So, wir müssen jetzt dahinter. Ich glaube, das ist gar nicht mal so weit weg von hier. So. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich noch ein bisschen Action in der Siedlung. Oh, da ist ein... Der Hirschkuh! Hat die Hirschkuh gekillt. Hat die irgendwas bei sich gehabt? Rathildfleisch. Kronkorken, nehmen wir mal mit. Aber Hirschfleisch. Hirschleder, nehmen wir mal mit. Ich glaube, ich weiß nicht, bis jetzt habe ich noch keinen wirklichen Sinn gefunden, dass wir. Wobei Essen und Trinken, ja gut, stimmt. Essen und Trinken können wir. Können wir hier durchlaufen? Lol. Wir können hier nicht durchlaufen, Leute. What the fuck? Einer der Bugs, die Fallout mit sich bringt, weil Bethesda und so. Aber kennen wir ja schon. Oh shit. Oh shit. Radioaktiv verseucht? Wir sind radioaktiv verseucht? Okay, unser Hund regelt. Blähfliegenfleisch. Ja, hab ich einfach mal mitgenommen. So. Unser Hund regelt alles. Wo war ich jetzt? Wegen Essen und Trinken, da können wir uns ja auch ein bisschen heilen, habe ich irgendwie gelesen. Also das mit den Radioaktiven habe ich auch schon festgestellt, dass es sowas gibt. Aber jetzt frage ich mich, wie können wir das wieder wegkriegen mit dem radioaktiv verseucht sein? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Muss ich mir vielleicht mal irgendwie mal angucken, hier, was man da dagegen machen kann. So, wir sind auch schon fast da. Die Siedlung ist gleich hier drüben. Schon, ob es hier irgendwas gibt. Also hier von wegen Gegner. Gegnerz. Aber bis jetzt, ich sehe sowieso hier nichts gerade. Das ist gut, es ist auch extrem neblig. Ich sehe nichts. Aber die Siedlung, Tenpins Bluff. Wir sind jetzt sogar auch schon da. Aber bevor's... Hey, yo, ich bin für dich da. Ja, guck mich nur böse an. So, aber... Jungs und Mädels, bevor es hier weitergeht, vielen Dank fürs Zugucken. Das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir werden in der nächsten Folge erst erfahren, was der liebe Siedler, der auf uns zieht, eigentlich von uns will. Jedenfalls bis dahin, haut rein, ciao, euer Sora. Tschüss.